Au! Yes, ich aim mit Lenkrad. Ich glaube, damit hat sich jetzt alles erledigt. Das war jetzt keine Glanzleistung, aber... Feuer! Alles klar? Oh, da bist du ja. Komm schon, da ist die Tür. Das war knapp. Wir müssen da hoch. Da, mit der Leiter sollte es gehen. Ja. Aber wie kommen wir denn auf die Leiter? Da sind wir hochgekommen. Minenwagen? Okay. Hä? Bagger! Kannst du mir helfen? Muss ich jetzt wieder zurückgehen? Nee. Ah! Hier! Komm her, hilf mir rauf! Okay, fertig? Dann los! Ja! Eine ganz lange Leitung! Beeil dich und halte nach hinten Ausschau! Schon klar! Okay. Okay. Bitte schön. Hallo. Gut, Achtung. Na komm.
Ich habe noch nicht so ein gutes Gefühl bei dem Dude. Hier durch. Wir müssen hier irgendwie raus. Pass auf, was du sagst. Okay, alter Mann. Das ist oft kein gutes Zeichen, wenn so viele Sachen rumliegen. Mann! Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Egal. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Schau dich nach nützlichen Sachen um. Ja, ja. Siehst du was? Was machen wir jetzt? Wir halten statt. Haben wir eine andere Wahl? Sterben. Bereit machen. Fünf Schuss? Bereit machen. Ja, ich bin bereit. Was machen, Begleiter? Do something! Please! Phoenix, bist du noch da? Also, The Last of Us kommt heute ab 16 Uhr. Um 16 Uhr und um 18 Uhr.
auf YouTube. Hörst du das? Sie sind auf dem Dach. Ich weiß. Oh, das wird eng. Entschuldigung, ich hatte Frosch im Hals, Chef. Aber nicht. Da kommen mehr. Wie viele von denen gibt es denn? Keine Ahnung. Ein einfach Eier! Ja.
Wir haben es geschafft. Haben wir sie alle erledigt? Du klingst ja richtig enttäuscht. Ach, eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Kein Problem. Ist überhaupt gar kein Problem. Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt. In die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert hat, seinen Grund. Hey, bleib ganz ruhig. Oh. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen runter Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst es nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Ich kann mich auch beschützen. Ich kann machen, dass die Luft stinkt und ihr fangt an zu kotzen und dann laufe ich weg. Das ist meine Superfähigkeit. Ich bin Pupserman. Los, weg hier. Komm schon. Komm mit. Schön, dass wir jetzt hier geparkt. Okay. Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden.
Aber ich hab das hier. Okay, heb deinen Arm. Dann mal los. Direkt rinnen in die Vene. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joe. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Ich nicht. Ich will das erledigen und heimgehen. Ich spiel mir den Arsch. Wir checken das Haus. Jungs, seht in dieser Hütte nach.
Das war easy. Keiner mehr da? Wo sind die ganzen Weichflöten? Schön das ganze Material zum Bombe basteln. Nur Flaschen, wa? Umzingelt! What the fuck? Wo kommt der denn jetzt her? Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? What the fuck? David wollte sie leben. Scheiß auf David. Ich will das erledigen und heimgehen. Lieber den Arsch. Was war das? Ja, was war denn das? Ich suche mir das Haus. Dreckzack. Oh, mieses Arschloch. So, ich hoffe, wir haben das jetzt geklärt hier, Jungs. Ich hoffe, wir haben das jetzt geklärt. Ein für alle Mal. Schweine. Pisst euch! Irgendwo haben wir doch gerade noch eine Schrotflinte gefunden. Wohl doch nicht. Die hat aber richtig schön Satz zurückgemacht. Thank you.